Hallo zusammen, wir machen heute mal wieder ein Unboxing-Video von der aktuellen Panini-Lieferung. Die ist nämlich heute eingetroffen und da ist wieder richtig cooler Stuff dabei. Das gucken wir uns einfach mal an. Geht erstmal los für die Kleinsten, für die Kids. Mein erster Comic haben wir einmal Spider-Man gegen Mysterio. Schönes Hardcover, dass die Kinder da auch was zum Anfassen haben. Können da direkt mal in ihr ersten Comic-Erfahrung reinschnuppern. Auch nochmal Iron Man und Captain America haben wir. Für DC haben wir auch die ersten Comics für die ganz Kleinen. Batman und Man-Bat und Wonder Woman. Dann gibt es Banana Fish. Gibt es jetzt auch als Amazon Prime-Serie, Anime-Serie. Ich kenne mich ja mit Mangas gar nicht aus, aber ich finde es cool, dass wir die auf jeden Fall jetzt auch mit anbieten. Und für die Leute am Start haben, Yagan, ganz neue Reihe, Detektiv Akechi. Landerer, die Sternenjäger. Und ein aktuelles Pokémon-Manga. Sonne und Mond Teil 4. Dann gibt es hier mal zwei ältere Sachen. Die habe ich für den Benny nämlich mitbestellt. Liebe Grüße, das war quasi eine Kundenanfrage. Konvergenz von DC und Batman Hush, das zweite Heft. Also wenn ihr auch mal irgendwas Bestimmtes sucht, wollt es haben, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben und dann gucken wir, dass wir das mit rankriegen. Dann ein richtig geiles Teil, das brauche ich definitiv auch für mich privat, die WWE als Comic. Also ich habe hier schon mal kurz reingeguckt, das ist einfach richtig klasse. The Rock. Dann habe ich gesehen, gibt es hier eine Switch in Music von Shawn Michaels. Und dann haben wir auch Macho Man Randy Savage dabei. Da bin ich gespannt, wie sie das auch weiterführen. Cooles Teil. Spider-Man, Geschichte eines Lebens. Mal was ganz Neues, finde ich. Geht auch in den 60ern los. Und erzählt das Ganze auch Spideys Geschichte, in dem Spider-Man auch älter wird. Ja, ohne jetzt hier groß zu spoilern, aber man sieht, Spider-Man wird älter und ist nicht seit den 1960ern ein Teenager geblieben. Das Marvel Comics 1000 Heft mit einem Haufen Künstlern und Geschichten drin, richtig stark. Dann die Bücher der Magie, der zweite Band ist es. Habe ich leider noch gar nicht gelesen, aber nachdem ich mir gestern den Power Comic Podcast angehört habe, habe ich direkt richtig Lust gekriegt, auch mal in das ganze Sandman-Universum einzusteigen. Von daher werde ich mir das wahrscheinlich auch mal zur Seite führen. Dann haben wir den zweiten Band von Life is Strange, die Comic-Umsetzung zu dem PlayStation 4-Spiel. Habe ich leider auch noch nicht zu Ende gespielt oder noch gar nicht gespielt. Aber da ich Assassin's Creed jetzt beendet habe letztens, habe ich das schon drauf und werde das auf jeden Fall, bevor ich die Comics lese, mal spielen. Und dann schauen wir mal, was besser ist davon. Auch mal was richtig Abgefahrenes. Es gibt einen Cristiano Ronaldo Comic. Und zwar hat er hier ein Superhelden-Team irgendwie am Start. Ja, abgefahrener Scheiß. Die aktuelle Deadpool-Heftreihe mit den Stickern für das Sammelalbum. Die Cover der klassischen alten Hefte sind da drin, richtig cool. Batman Detective Comics, das aktuelle Heft. Der Batman, der lacht, als Variant-Cover. Selbstverständlich auch als normales Cover mit dabei. Und zum Abschluss der aktuelle Shazam-Comic.
Habe ich nur Positives gehört über die Reihe aktuell, habe es selber noch nicht gelesen. Was ich jetzt auf dem Cover direkt entdeckt habe, wer den Film gesehen hat, da sind natürlich auch die anderen Charaktere, die Shazam-Kraft gekriegt haben, ne? Seine Kumpels. Ja, schaut da ruhig mal rein. Das war's dann auch schon. Eine ganze Menge Zeug. Kommt die nächsten Tage online. Anregungen, Kritik immer gerne. Meldet euch. Wie gesagt, wenn ihr was braucht, wenn ihr was sucht, sagt Bescheid. Wir gucken, dass wir das finden. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein!